Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Grounded mit dem Raki. Ja, ich bin froh, dass ihr wieder dabei seid. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann drückt doch den Abonnement-Knopf oder die Glocke damit ihr informiert werdet, damit es klingelt, wenn ihr sehen möchtet, dass eine neue Folge am Start ist. So, jetzt höre ich mal auf hier zu labern. Und wir starten voller Enthusiasmus in die neue Folge. Also, was haben wir hier Neues? Das habe ich ja in den letzten Folgen gemacht. Wir haben eine Verbindung jetzt vom Vogel, vom Strandpalast zum Hochhaus und zurück. Und das ist genau der Punkt. Wir müssen jetzt zurück, denn wir haben noch ein paar Sachen zu erledigen. Einmal müssen wir Bärenleder machen. Da wollte ich hier noch gucken, ob wir Bären haben, aber ich glaube, wir haben keine mehr. Das würde bedeuten, dass wir Bären suchen gehen müssen. Und wir müssen die Blattläuse suchen. Und Glühwürmchen müssen wir auch noch suchen. Das machen wir am besten abends oder nachts. Weil es da am besten ist. Genau. So, jetzt gucke ich mal eben in meine lustige Kiste hier. Da habe ich noch zwei Bärenleder. Sieht nicht gut aus. Ich habe Bärenleder gemacht, aber das zählt natürlich nicht, was schon fertig ist. Das ist ein bisschen doof, deswegen würde ich sagen, trinken wir mal einen Schluck. Hier, machen unsere Pulle wieder voll, aber die ist schon voll. Dann essen wir auch was. Ich habe ja hier noch... Ach, jetzt wird es wieder voll, seht ihr? Das ist gefixt worden, das ist jetzt gefixt worden, sehr gut. Und die Punkte müssten auch stimmen. Ja, jetzt stimmt das wieder. Das ist repariert worden, das finde ich super. Dann können wir uns den auch schnappen, den Burschi. Und dann sausen wir mal zurück zum Strand. Zu unserem Strandpalasto. So. Und wenn wir da angekommen sind, dann können wir da überlegen, wo wir die Blattläuse. Und dann finden wir bestimmt auch eine Blattlaus, so wollte ich sagen. Die brauchen wir nämlich, um die Aufgabe fertig zu kriegen, denn ich möchte ja noch einige Punkte hinkriegen, bis das Spiel mal fertig ist. Naja, es wird noch eine Zeit lang dauern. Ach ja, und Update-News habe ich auch noch für euch, falls ihr die nicht schon gehört habt. Es ist so, dass Obsidian Entertainment überlegt hat, weil das wohl noch ein recht kleines Team ist. Das sind nicht so viele Leute, die das Programm und das Spiel entwickeln. Die machen jetzt im Grunde so eine kleine Update-Pause. Und das nächste Update gibt es erst im Juni, und zwar Ende Juni. Also Ende Juni. Genau. Genau. Das ist praktisch mein letzter Stand und so wird es wohl auch sein. So, jetzt sind wir hier angekommen. Jetzt können wir eigentlich mal so eine Blattlaus suchen. Die wird ja wohl irgendwo hier sein. Dann haben wir die Punkte schon mal fertig und dann könnten wir, wenn wir wollen, auch nochmal zum Bürgel. Warte mal, ich schnappe mir mal mein lustiges kleines Gefährt hier. So, jetzt gehen wir mal eben eine Blattlaus suchen. Und dann können wir eigentlich auch gleich durchstarten zum Bürgel. Aber ich sehe ja keinen. Ich sehe ja gar keinen. Ah ja, gut, wenn wir einmal hier sind. Hallo Ameise! Na, suchst du eine Blattlaus? Ich auch. Vielleicht kannst du mir ja helfen, die zu finden. Das ist so entspannend heute. Super. So, da sind... Haben wir irgendeinen Spinni am Start? Nö. Ist eigentlich auch egal. Ehrlich gesagt, ist eigentlich auch egal. Werde nur wieder ein bisschen Stress bedeuten. So, schön Eichelschalen sammeln, wenn die schon hier rumliegen und uns rufen quasi. Wie spät ist denn eigentlich? Achso, ist Mittagszeit, ne? So, die haben wir. Ja, und da muss ich mal gucken, wenn wir einmal beim Bürgel sind. Aber jetzt suche ich erstmal so eine Blattlaus. Die muss ich jetzt erstmal finden. Wird ja wohl hier irgendwo sein, verdammt. Gibt's doch nicht. Ich höre sie. Ah ne, das ist eine Ameise. Ameise. Na, kleine Ameise. Wo ist denn hier eine Blattlaus? Gibt's das denn? Ja, wenn man die sucht, dann... Wenn man die sucht, dann findet man keine, ne? Ist ja immer so. So, ich würde jetzt mal hier rüberlaufen. Hier irgendwo wird ja eine Blattlaus sein. Gibt's doch nicht. Dort hier wird doch nicht. So. Da. Ah ja, und von da oben möchte ich auch gerne hier zum Bürgel eine Verbindung schaffen. Damit wir da auch leichter hinkommen. So, jetzt hier rüberlaufen, weiß ich nicht. Mache ich nicht. Nö. Das ist mir dann doch zu weit. Dann laufe ich nochmal zurück. Hier irgendwo werden ja wohl welche sein. Ja, Leute, und wenn ich jetzt überhaupt keine finden sollte, dann werde ich mal so ein bisschen offscreen suchen.
und euch dann dazu holen, wenn ich eine gefunden habe. Dann gehen wir dann zusammen zum Burgl, weil ich so unnötige, weil ich ganz in Ruhe spielen möchte und unnötige Spielzeit aufnehme, ist ja, ups, das rollt hier runter, ist ja auch doof, ne? Ist ja ein bisschen langweilig vielleicht. Wenn man so alles mitschneidet oder alles aufnimmt und dann alles vor allen Dingen mit in die Aufnahme reinbringt, reinschneidet quasi, das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel. Genau. Je nachdem, wie man das gerne macht. Das gibt's doch nicht. Es ist ja keine einzige Blattlaus. Nein, suche ich die letzte. Mal gucken. Was sehe ich denn hier? Sehe ich hier irgendwo was? Gibt's denn das? Gibt's nicht, ne? Verrückt. Normalerweise siehst du die andauernd und jetzt nicht. Was haben wir denn da? Ach, da ist ja eine. Alter Schwede. 100. Okay. Jägerblattlaus. So, super. Dann können wir eigentlich Folgendes machen, Leute. Ich habe jetzt überlegt, wir haben ja hier auch so schöne Stängel, die haue ich jetzt beide mal um. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Ist ja nicht so spät. Dann bauen wir da schon so ein Gerüst für die Station, die da ankommen soll, ne? Also praktisch die Laborstation oder Baumlabor nennen wir die. Oder Burgl. Wir nennen die Burgl-Station. Ui, der ist aber ganz schön hartnäckig hier, der Bursche, mein Lieber. Das dauert ja ewig. Jetzt habe ich ihn. Boah, Wahnsinn. 100.000 Stück. Genau, und die sammeln wir jetzt auch. Weil natürlich jetzt nicht so viele kriegen. So, okay, hier ist wieder so ein Nüsschen. Lassen wir mal. Dann gehen wir mal hier hoch. Wahrscheinlich komme ich ja hier nicht. Nee, komme ich ja nicht hoch. Dann müssen wir hier durch. Aber hier komme ich hoch. Ups, genau. So, und dann sind wir auch schon beim Burgl. Und jetzt ist die Frage, von wo machen wir die Verbindung? Hier habe ich ja so ein, habe ich ja vor, so eine Brücke hinzubauen. Ne? Von hier kommen wir wahrscheinlich auch zum Burgl. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich baue jetzt hier so ein, eine Station hin, aber dann würden die wahrscheinlich durch die Blätter da gestört. Dann würde ich doch eher sagen, dann gehen wir da hoch. Dann gehen wir da hoch und dann springen wir, wenn wir ankommen, da runter, ne? Genau, dann gehen wir mal hier drauf. Guck mal, jetzt ist ja wieder so eine Blattlaus, ne? Hierhin finde ich gut. Dann kommen wir hier runter und ja. So, das müsste gut erreichbar sein. Dann machen wir das von hier. Hast du eine gute Idee? Basisbau. So, dann machen wir das von hier weiter. Warte mal, wo ist denn das Ding? Ach so, war ja bei Nützlichem oder so, ne? Seilrutschenankerpunkt. Zack. So. Den können wir hier prima hinsetzen, denke ich mal. So, ja, das geht. Dann Ton habe ich hier nicht. Aber jetzt habe ich praktisch schon alle weg. Ah ne, einen brauche ich noch. Den kann ich eigentlich suchen. Und dann habe ich überlegt, machen wir jetzt hier eine vernünftige Brücke hin. Stängelboden. So, warte mal. Wie kriegen wir das denn am besten hier hin? Oder soll ich hier so eine Brücke bauen? Hier so? Nee, hier brauchen wir eine. Erstmal hier rüber, ne? Oder? Genau, dann können wir da auch weiter laufen und so weiter. Das können wir schon mal machen. Hier brauche ich noch Seil und Ton und ein Stängel. Okay, Stängel hatte ich ja da hinten noch. Dann holen wir die noch. Und Ton habe ich, glaube ich, hier nicht. Nicht, dass ich wüsste. So. Ich laufe, glaube ich, total dämlich außenrum. Aber ist auch egal. Dann laufen wir halt außenrum. So, Steine. Ja, Ton brauche ich, ne? Steine jetzt nicht, aber hier liegen die Stängelchen, die man braucht. So. Ups, hängen geblieben. Tada, tada, so. Ach ja, guck mal, dann ist die Brücke hier auch nicht komplett rüber, sondern
Warte mal, dann können wir hier eigentlich sagen, okay, wir gehen hier rüber und machen eigentlich hier lieber hin. So. Und dann so und dann meinetwegen so. Ja, so. Ist voll fett, ne? Voll fettes Teil. So weiter komme ich nicht, dann. Ach so, dann kann man hier schon einen hinbauen. Cool. Geht nicht. Hä? Wieso geht das nicht? Super bauen. Ach so, es geht nicht. Na gut. Dann muss ich wahrscheinlich doch erst darüber. Weil es da irgendwie anfängt, ne? So, dann haben wir den und dann muss ich hier den unteren anfangen. Und jetzt gehe ich mal runter, weil wir ja von hier rüber wollten. So. Okay, und jetzt würde ich sagen, gehen wir zum Bürgel. Wie spät ist denn? 16.28 Uhr. Jo, passt. Gehen wir jetzt hier zum Bürgel mal. Okay. Hallihallo, du kleiner Bürgel. Naja, und die Entwickler, wollte ich ja nochmal weiter erzählen, ne? Die Entwickler sind halt dabei, eine ganze Menge neue Sachen reinzubauen und neue Bauoptionen und sonst irgendwas. Bombardierkäfer, ja gut. Das können wir machen. Pling. So. Achso, ne, Aufgaben habe ich ja schon. Ja, howdy. Nein. Howdy, howdy. Ich möchte auch gerne was anderes. Ich möchte gerne hier das gucken. Was möchte ich gerne? Trainierte Lungen, ne? Das wollte ich. Maximale Ausdauer erhöhen. Gut. Brauche ich 5000 Punkte. Wird noch ein kleines bisschen dauern. Glühwürmchen, Bärenleder, ja. Dann werden wir in der nächsten Folge werden wir dann Bärenleder holen, würde ich sagen. Und jetzt bauen wir noch ein bisschen an den Verbindungen darum. Das ist doch cool. Dann haben wir das auch fertig und wir sind nahe froh, dass wir dann praktisch nur noch rumsausen können. Und gar nicht mehr so lange brauchen irgendwie, ne? Für die ganzen Verbindungen. Schon cool. So, jetzt können wir erstmal hier diese Treppe machen. Oder? Ja. Durchs Geäst hier durch. Na du? War schon ein bisschen gemein. Ich brauche es nicht kochen. So. Dann brauchen wir da noch einen Aufstieg nach oben, ne? Auf jeden Fall. So, cool, das kann ich auch schon rauf und da auch schon weitermachen. Das machen wir jetzt schon mal. Würde ich vorschlagen. Dann haben wir es auf jeden Fall fertig. Und dann irgendwie von da oben runterspringen kann man ja. Vielleicht können wir auch eine Leiter machen, irgendwie von hier da drauf. Oder eine Wendeltreppe, mal gucken. Meine Nüsse und so, wir haben ja alles hier. Ist ja eigentlich kein Akt. Super duper. Ach ja, was mich auch mal interessieren würde, wie lange spielt ihr eigentlich schon Grounded? Von Anfang an oder habt ihr das irgendwann zwischendurch entdeckt oder und genau. So wie ich habe es relativ früh angefangen eigentlich und spiele es jetzt schon eine ganze Weile. Oh ja, sieht super aus. Cool. Und dann von hier so ein Weg dann direkt zum Bürgel rein. Ne? Ist schon mega cool. So. Wie lange spielt das schon? Ist eine gute Frage, ne? Ich weiß nicht, man kann ja auch die
Anzahl Spielstunden und so anzeigen lassen und sowas. Ist ja eigentlich nicht so relevant, aber irgendwie schon interessant. Würde mich mal interessieren, wie lange er das schon spielt. So, dann haben wir die Brücke da auch fertig. Prima. Genau, und da, hier hinter, da gibt's Thekla. Ja, da schnarcht die Radnetzspinne, das ist Mini-Thekla und auch die böse Riesen-Thekla, die pennt da auch. Dahinter, in der Ecke. Normalerweise. Jetzt ist sie wohl nicht da. Aber mit Sicherheit kommt die wieder. Oder sie läuft wieder draußen rum. Macht die ja auch seit einiger Zeit. Hat die früher nicht gemacht, ne? So, Grasboden, ich würde das mal hier ein bisschen verlängern. Und vielleicht so machen. Damit man dann da so raufkommt, ne? So ein bisschen. Okay. So, dann holen wir uns noch den Rest. Und machen noch ein kleines bisschen weiter. Ist auch gleich Schlafenszeit wieder, ne? Jo. So, flups. So, jetzt haben wir es auch geschafft. Das sieht schon mal ganz gut aus eigentlich. Flups. Jo, ich würde dann mal gucken, wo haben wir Ton, ne? Wo kriegen wir Ton her? Seidenseil, also Spinne habe ich, glaube ich, hinten noch. Ach, da hängst du dran. So, dann nehme ich das mal mit. Jetzt habe ich alles zerstört. Erfolgreich zerstört. So, dann laufen wir mal gemütlich zurück in unser Strandpalästchen. Das ist gut. Wie wir hier weiterkommen. Das war eigentlich den Eingang hier auch mal fertig machen. Ne? Ist auch noch nicht fertig. So, jetzt gehen wir mal schlafen ein bisschen. Ich guck mal, wie ich ausgestattet bin. Ist alles soweit? Nüsse und so. Können wir noch einlagern, ne? Genau, die lagern wir noch ein. Dann haben wir wieder 10. Von den Kappen haben wir auch eine Menge. Jetzt ist auch schon wieder Nachtzeit, habe ich gerade festgestellt. Ja, Night Mode. Dann gehen wir hier noch hin und packen die Sachen hin. Ich brenne noch ein paar für morgen quasi. Ach, guck mal da. Das Seidenseil. Dann hauen wir hier schnell noch. Oh ja, guck mal. Die habe ich ja da hingebaut. Das weiß ich noch. Letztes Mal, glaube ich, in der letzten Folge, ne? Das war super praktisch. Siehst du? Super. Dann haben wir die auch. Dann brauche ich nur noch ein bisschen Lehm. Den habe ich, glaube ich, auch noch. Dann gehen wir morgen nach dem Aufwachen direkt nochmal rüber und bauen das Teil neu. Und dann kriegen wir vielleicht auch schon die Verbindung hin. So, dann gehen wir schlafen. Ich sag mal gute Nacht. So, ich sag gute Nacht und guten Morgen, herzlich willkommen. Okay, ganz mit der Ruhe, da schauen wir mal. Haben wir hier schon irgendwie wieder so ein Spinnenviech? Nö, haben wir nicht. Okay, aber wir müssen wieder trinken, das müssen wir ja ständig irgendwie. So, und essen, was haben wir denn mit? Noch so ein paar Brokkoli. Brokkoli, also, ist das schon voll? Ja, fast, ne? Obwohl, das ist ja auch nicht synchron. Das ist jetzt voll und das ist nicht voll, ne? In der Anzeige, ja gut. Verstehe ich jetzt auch nicht. Ist egal. Okay, macht nichts. Ich würde da mal vorschlagen, dann gehen wir wieder zurück und gehen wir zurück und bauen das Teil da zu Ende. Das machen wir. Und dann in der nächsten Folge. In der nächsten Folge, Freunde, dann gehen wir zur Hecke und machen Bärenleder. Da weiß ich auch schon, wie ich da hinkomme.
Oh, hier sind wieder Nüsse, ne? Die kann ich nicht liegen lassen, Leute. Die muss ich mitnehmen. Die sind super wichtig für unsere Wendeltreppen und für alles Mögliche. Und die mal eben sammeln. Geht ja schnell. Machen wir mal eben. So, guck mal, es sind ja nicht so viele hier vorne. Ich nehme ja auch nur die hier vorne mit. So, kleiner Raki. Zack, nimm die mal mit. Und da. Komm, laufen. Laufen, laufen, laufen. Und den. Und den. Zack. So, und dann nehmen wir das mit. So. Okay. Und schon haben wir. Jetzt habe ich mich erschrocken. War nur eine Ameise. Voll bescheuert. Man ist ja gaga, ne? Man ist wirklich ein bisschen gaga. So, da oben brauche ich ja gar kein Gras. Aber hier. Hier brauche ich das. Und dann würde ich das hier schon so fertig bauen, ne? So, das haben wir. Und jetzt kommen wir von hier natürlich nicht da hoch so leicht. Ich glaube, von da geht's nicht. Da muss ich hier raufhüpfen oder rüberhüpfen. So. Hui. Ja, hier geht's auch nicht. So irgendwie, ne? Mal gucken, wie kam ich denn da? Wie kam ich denn da hoch? So. Ja, so geht's. Das ist ein bisschen umständlich. Ups. Was machst du denn da wieder? Na du, Hammer. Okay, ist egal. So, das wollten wir ja machen. Das haben wir geschafft. Und jetzt können wir direkt. Da. Können wir direkt eine Verbindung machen. Da sind wir schon fertig, ne? Ich wollte aber mal gucken, von wo ist das jetzt? Ist das von ganz oben? Ich glaube schon, ne? Ja. Seilrutsche verbinden. Ach, da unten haben wir Tekla. Ja. Drei Stück noch, ne? Das Mini-Tekla, ne? Mini-Tekla, so. Dann brauche ich noch ein bisschen Seil. Da könnte ich Mini-Tekla eigentlich gleich platt machen. Weil ich brauche die ja. Ah, nee. Nein. Mini-Tekla. Wo ist die Mini-Tekla? Die ist hier und nervt rum. Na? Oh. Die ist schon schlau, ne? Ne, schlau ist sie nicht. Na? Jetzt habe ich sie. Ui! Sie ganz aufgeregt und fängt an hier rum zu proleten. Ui, da bist du ja. Zack. Und eine für die Schnauze und noch eine und noch eine. Und noch eine und noch eine und noch eine und noch eine. Und das war's. So, das war's. Und voll bin ich. So, jetzt habe ich wieder Seil, oder? Ein Seil. Ach Gott, das ist ja nicht viel. Ja. Dafür die ganze Aufregung. Für einmal Spinnen, einmal Netzfaden, ne? Ja, gut. Da muss ich mir noch was Besseres einfallen lassen. So, jetzt kann ich jetzt immer hier rüberlaufen. Finde ich ja sehr praktisch. Okay. Ach, hier ist noch Seil. Guck. Kaplums, das bringt dann zwei. Insgesamt, jetzt habe ich zwei. Ja, ich muss Seile suchen. Nützt alles nichts. Ich brauche ja wieder welche. Dann laufen wir doch noch eben rüber. Und dann gucken wir mal, ob wir die Verbindung erstmal checken und ob wir die dann noch hinbekommen. Dann können wir das noch in dieser Folge gerne machen. Da ist die Verbindung, ne? Da ist die Verbindung, warte mal. Oder ist die jetzt gar nicht von oben, ne? Oder? Habe ich die doof gemacht? Lass mal gucken. Lass mal gucken. Von oben? Ne, ich glaube, ich habe die falsch gemacht. Ne, oder? Boah, sieht man gar nicht. Geht die von da rüber? Ja, ist ja eigentlich auch egal. Wir werden es prüfen. Ich werde es jetzt prüfen und dann besorgen wir uns dann. Na, wie geht's hier denn so? Ganz gut. Okay. Jetzt gehen wir erstmal prüfen, wie es aussieht. Damit es gut aussieht. Da, 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 die. So. Jetzt gucken wir mal. Ist das jetzt hier die Verbindung? Nein, wir müssen ja darüber gucken. Darüber. Ich glaube, es müsste doch von oben sein. Oder hier. Ne, die ist ja fertig. Lass mal gucken, lass mal gucken. Dann ist das doch von oben, ne? So soll es ja auch sein eigentlich. So wollte ich sie auch haben. So, schön nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Kann ich das fertig machen? Nö, dafür brauche ich die. Ah ja, doch. Ne, siehst du? Ja, das ist schon cool. Dann müssen wir hier die Verbindung machen. Dann können wir von hier zum Bürgel immer, ne? Sehr gut.
Sehr schön, ja gut, dann springe ich mal hier runter und habe ich eigentlich so einen Flieger mit? Oh ja, oh, defragt wieder. Kling! So, dann sausen wir hier rüber und dann noch runter. Und hier runter und zack. Genau, dann gehen wir mal hier rein. Zusammen und gucken mal, hier haben wir ganz viel Seil. Das packe ich mal hier rein. Da habe ich jetzt zwei und brauche natürlich für zum Spinnen geeignete Materialien, um stärkere Substanzen. Ja, das ist so ein bisschen, das wissen wir ja schon, ne? Deswegen haben wir die Dinger ja gebaut, aber Glühwürmchen, ja, ich weiß, müssen wir noch machen, ne? So, jetzt können wir eigentlich noch zum Abschluss, zum Folgenabschluss ein paar Spinnfäden sammeln. Vielleicht ein Bombi noch, einen kleinen Bombi zum Nachtisch, ne? Aber, kratz, kratz, aber vielleicht ist es gar nicht so einfach. Da hinten waren immer welche, ne? Da waren ja ganz viele. Da könnte ich mal gucken. Aber da habe ich letztes Mal so gemetzelt, vielleicht sind die da gar nicht mehr. Vielleicht haben die sich da auch verpisst und sind nicht mehr da, weil die denken, da siehst du, da ist nichts mehr. Wahnsinn, da ist nichts mehr, Wahnsinn. Hier war es voll, ne? Das war hier echt voll. Hier war es voll. Jetzt ist ja keine Spinne mehr. Witzig. Oder beziehungsweise erstaunlich. Ja. Na gut, dann müssen wir halt ein bisschen suchen. Wahrscheinlich sind die dann... Da ist eine Wanzepanze. Hi, na? So, wo sind die denn, die Freunde? Weg. Für immer weg. Witzig. Da ist ein bisschen Netzfaden, da komme ich vielleicht von da dran. Aber die sind echt weg, ne? Ups, jetzt bin ich runtergefallen. Upsi. Ach, da ist eine. Na gut. Guten Tag, na? Ui, jetzt bist du aber aufgeregt, wa? Und haust mich und tust mir weh, du. Blödes Spinnviech. Komm her zu Papa. Und tschüss. So, gleich weg damit. Oh, noch eine. Ah, guten Tag. Na, komm mal her. Habt ihr euch hier jetzt vergnügt, oder? So, das wäre schon mal erledigt. Das habe ich wieder... Kein einziger Netzfaden? Oder war wieder Inventar leer oder was? Netzfaden, der liegt da rum. Nee, das geht nicht. Dann hau ich den mir rein. Ja, den esse ich jetzt alles. Das ist total eklig, aber Netzfaden brauche ich ja nur wirklich. Netzfaden. Mein Gott, jetzt hätte ich beinahe die Netzfaden, weswegen ich überhaupt hier. Da sind sie, ne? Jetzt habe ich wieder 7, ey. Hätte ich beinahe verloren. Total doof. Na gut, 7 Stück habe ich. Finde ich gut. Jetzt. Ach du Scheiße. Tja, die rennt jetzt auch hier fleißig rum. Toll, ne? Tja, Megathekla, super. Na, die riecht mich wahrscheinlich. Oder? Natürlich auch platt machen, die macht ja auch Netze, ne? Vielleicht müssen wir dann da hoch. Mal gucken, vielleicht komme ich ja hier hoch. Tja, Megathekla, echt, die war ja eigentlich immer versteckt und die hatte man, konnte man sich suchen an den Stellen, wo man die halt sucht, ne? Und jetzt rennt die da halt rum, ne? Jetzt rennt die da einfach so rum. Das ist doch nicht zu fassen. Das geht doch nicht. Oh, da. Guten Tag. Na? Na, du blödes Vieh. Du blöde. Mal jetzt, oh Papa. Da. Kriegst du noch eine. Haut die ab, ne? Ist gar kein Angstobjekt mehr. Die haut sowieso ab. So. Jetzt habe ich sie verjagt. Jetzt können wir nach Hause. Soll mal einer. Kann da mal einen Kalender schreiben, ne? Raki hat eine Wolfsspinne verjagt durch zweimal Treffen. Auch cool. So. Da hinten rennt sie jetzt rum, ne? Na gut, aber die müssen natürlich auch rumrennen. Ist ja auch unrealistisch, dass die nur zu Hause hockt und auf Raki wartet und so. Ne? Ist doch klar, dass die
dass die auch was anderes zu tun hat. Das ist ja logisch. So, sehr schön. Jetzt können wir hier wieder ordentlich was reinhauen. Oh, ist auch gleich fertig, finde ich gut. Machen wir mal voll, so geht, so gut wie es geht. Den auch. Und den auch, Leute. Und den auch. So, dann wie viel habe ich jetzt? Jetzt machen wir noch Folgendes. Pass auf, jetzt machen wir Folgendes. So viel Netz, so viel Faden braucht man ja nicht. Ich würde jetzt vorschlagen, wir warten jetzt einfach hier zusammen. Oder ich warte für euch und sage euch dann die Frack. Und sage euch dann Bescheid. Beziehungsweise gehen ein bisschen umräumen. Also sage ich mal bis gleich, okay? Ich sage bis gleich und wenn ich aufgeräumt habe, dann sehen wir uns wieder, okay? So, Freunde, gerade sind zwei... Oh, hier ist noch einer. Gerade sind zwei rausgefallen. Hier ist noch einer drin. Da unten, hoffe ich. Da. Zack. So, jetzt haben wir drei oder haben wir jetzt fünf. So, jetzt müsste das eigentlich reichen. Jetzt gehen wir noch zusammen hoch, würde ich vorschlagen. Jetzt gehen wir noch zusammen hoch und dann machen wir die Verbindung noch fertig und rutschen einmal Probe. Dann können wir zum Burgel rutschen. Finde ich auch sehr, sehr cool. Dann haben wir das auch geschafft. Ja, so sieht's aus. Dann gucken wir mal. Flups. So, Leute, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Ich rutsche mal zum Burgel. Bin total begeistert. Es geht nämlich richtig gut und richtig schnell. Ja, ich hoffe, da fliege ich nicht runter. Nö, aber es müsste gehen. Flupsi. Sehr cool, ne? Ist immer beim Burgel. Direkt ohne zu großartig zu flutschen. Ja, cool. Jetzt sind wir beim Burgel und können dann hier runtergehen und so weiter. Ja, ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wir sehen uns in der nächsten Folge genau an dieser Stelle wieder. Dann geht's weiter und an der Stelle... Warum haut die eigentlich nicht ab? Hau mal ab, du. Na, jetzt habe ich das Ding kaputt gemacht. Flatsch. Und den Pfeil. So, das reicht. An der Stelle höre ich mal auf. Ich sag mal bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. An der Eiche ist es am besonders schön. Ich freue mich, dass ihr dann einschaltet. Tja, und wir sehen uns genau an dieser Stelle in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss, euer Haki. Tschüss.